CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, kaum, man merkt es auch schon am Vorredner und an der Diskussion heute Morgen zu unserem Gesetzespaket, kaum ein Thema beschäftigt uns so sehr wie die Flüchtlingskrise und insbesondere natürlich auch vor der Zahl von rund 1 Million, die im letzten Jahr zu uns gekommen sind. Und ja, da gebe ich Ihnen und Ihrem Antrag auch recht, neben vielen anderen ist die Integration eine der großen Aufgaben, vor denen wir stehen. Und ich sehe dies auch durchaus als Pflichtaufgabe aller staatlichen Ebenen, aber auch der Zivilgesellschaft an. Die Integrationsbemühungen müssen sich dabei auf diejenigen aber konzentrieren, die eine Bleibeperspektive haben. Und dabei ist klar für uns, Integration ist keine Einbahnstraße. Sie kann nur gelingen, wenn auch die Flüchtlinge aktiv selbst mitwirken. Und hier gilt für uns der Leitsatz fördern und fordern. Die Grundlage für ein Zusammenleben und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stellt unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Unsere Werte müssen dabei geachtet, aber auch gelebt werden. Die Achtung der Würde aller Menschen, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, Meinungs- und Religionsfreiheit sowie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und damit Integration gelingen kann, fordern wir als CDU-CSU-Fraktion auch den Abschluss verbindlicher Integrationsvereinbarungen, was man dann auch durch ein Integrationsgesetz regeln soll. Wir brauchen eine Verbindlichkeit, die Rechte und Pflichten beider Seiten festlegt. Und uns ist dabei sehr wichtig, dass der Integrationsprozess auch, ich sagte es gerade schon, von den Flüchtlingen aktiv selbst mit angegangen wird. Sonst können wir uns da auch andere oder denken wir, müssen wir auch über andere spürbare Konsequenzen nachdenken, wer sich dem verweigert. Liebe Kollegen und Kolleginnen von den Grünen, Sie sprechen in Ihrem Antrag von der Notwendigkeit zügiger Asylverfahren, qualifizierte Asylverfahren. Dann wundere ich mich schon, dass Sie heute Morgen dem Asylpaket 2 nicht zugestimmt haben. Denn da haben wir jetzt eine Beschleunigung beschlossen, weil das muss auch und ist auch im Sinne der Flüchtlinge, die zu uns kommen, dass da schnell eine Entscheidung getroffen wird. Die Zuwanderung nach Deutschland stellt besonders die Kommunen im gesamten Bundesgebiet vor erhebliche Voraussetzungen. Denn die Kommunen sind schließlich diejenigen, die die Menschen unterbringen und auch integrieren müssen. Und da halte ich es auch für besonders wichtig, dass die Asylbewerber, dass die Flüchtlinge sehr schnell aus den zentralen Sammelunterkünften rauskommen und am besten dezentral untergebracht werden. Denn auch das ist ein richtiger Schritt und ein wichtiger Schritt in Richtung Integration. Und um das alles auch durchsetzen zu können, hat der Bund auch schon vieles auf den Weg gebracht. Und wenn man Ihren Antrag liest, hat man manchmal das Gefühl, Sie glauben, dass da noch gar nichts gemacht worden ist. Dass man immer auch noch mehr machen kann und auch wahrscheinlich muss, das steht und stellt gar keiner in Abrede. Und die Kollegin von mir, Eickenbach, hat heute Morgen ja auch schon darauf hingewiesen, dass wir darüber nachdenken müssen, ob man es vielleicht besser konzentrieren kann, dass es nicht überall in verschiedenen Ministerien angesiedelt ist. Aber das sind Punkte, die wir auch im Laufe der nächsten Zeit diskutieren sollten. Ich möchte aber einige Beispiele auch erwähnen, was wir alles schon auf den Weg gebracht haben, insbesondere Geld in den Haushalt eingestellt, nämlich auch fast 1 Milliarde für die Durchführung von Integrationskursen. Das Ressort Arbeit und Soziales hat rund 2 Milliarden in diesem Haushalt stehen, um Ausgaben oder um Aufgaben mit Flüchtlingsbezug durchführen zu können. Dazu gehört die berufsbezogene Sprachförderung und auch die Eingliederung in Arbeit. Und auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt mit einer neuen Förderrichtlinie zur kommunalen Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte, die Kommunen. Und alle Kreise und kreisfreien Städte können sich um die Finanzierung von bis zu 3 kommunalen Koordinatoren bewerben, damit sie auch die Verwaltungen vor Ort entlasten können.
Und auch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat 3 Bundesprogramme auf den Weg gebracht zur Stärkung der Qualität in der Kinderbetreuung, in der Kindertagesbetreuung. Und auch da werden 100 Millionen Euro bereitgestellt. Damit sollen 4.000 zusätzliche halbe Stellen in den Kitas finanziert werden. Und weiter werden 113 Millionen Euro für berufsbezogene Sprachkurse bereitgestellt. Ich bin Ihnen dankbar, Herr Beck, dass Sie auch den Erwerb der deutschen Sprache angesprochen haben. Ja, das ist eine Schlüsselqualifikation. Wie sagt man immer, was ist wichtig? Sprache, Sprache, Sprache. Ohne ausreichende Sprachkenntnisse ist einfach eine Integration nicht möglich. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig, weil bei vielen Sprachkenntnissen auch oft die lateinische Schrift, wir haben es mit Analphabeten zu tun, auch da müssen wir sehr viel noch tun. Und wenn die Sprachkompetenzen da sind, da können wir sicherlich auch abstufen, dass wir auch mit niedrigschwelligen Angeboten anfangen. Auch dann kann die Integration durch Arbeit gelingen. Und auch das ist ja ein wichtiger Schritt, dass wir die Menschen, die mit Bleibeperspektive Hinsicht hier sind, auch sehr schnell in Arbeit bringen. Weil gute Ausbildung und Arbeit ist auch eine Voraussetzung für eine Integration in unsere Gesellschaft. Und wir haben ja schon im letzten Jahr auch ein Gesetz auf den Weg gebracht, das jetzt Asylbewerber oder Flüchtlinge bereits nach 3 Monaten noch mit Vorrangprüfung und nach 15 Monaten ohne Vorrangprüfung arbeiten können. Es ist auch sehr wichtig, dass wir sehr schnell herausfinden, welche Qualifikationen die Menschen mitbringen, welche Berufserfahrung haben sie, welche Teilqualifikationen. Und ich halte es auch für richtig, dass diese Dinge dann, diese Informationen in den Ankunftsnachweis aufgenommen werden, damit schnell mit einer konzertierten Aktion auch alle wissen, was der Einzelne für Qualifikationen mitbringt. Und ich finde es sehr positiv, dass allerorten jetzt viele Aktivitäten ja auch laufen mit den Kammern, den Handwerkskammern, den Landwirtschaftskammern, die sich bemühen, auch um herauszufinden, was bringen die Menschen tatsächlich mit. Und wir wissen auch, dass die Berufsanerkennung auch schon jetzt leichter läuft. Da muss man immer noch mal hingucken, ob wir da schon alles getan haben oder auch noch besser werden können. Ich möchte an dieser Stelle aber auch auf die Belange der Frauen und insbesondere der Mütter eingehen. Und ich denke, diesen muss auch besonders Rechnung getragen werden, denn die Betreuung von Kindern darf nicht dazu führen, dass Frauen die Teilnahme an Integrationsmaßnahmen oder Sprachkursen nicht möglich ist. Das heißt, wir müssen auch dafür sorgen, dass eine Kinderbetreuung in der Zeit möglich ist, denn ich halte es für außerordentlich wichtig, dass nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen gleichermaßen Zugang zu diesen Kursen haben. Und in diesem Zusammenhang halte ich auch die Schulpflicht für Mädchen unerlässlich, einschließlich der Teilnahme am Sportunterricht und an Klassenfahrten. Denn wir müssen uns vor Augen halten oder bei der Frage von Integrationsprozessen deutlich vor Augen halten, wenn die Integration der Mütter gelingt, wird auch die Integration der Kinder viel leichter vorangebracht. Festzuhalten gilt, Integration geht uns alle an. Und da merken wir und wissen wir ja auch, was für tolle Projekte überall in den Wahlkreisen laufen. Ich glaube, jeder könnte ganz viele gleich benennen. Ich möchte eins benennen. Bei uns haben sich die Kommunen in meinem Wahlkreis zu einem Förderverein Pro Connect, heißt der, zusammengeschlossen. Und dieser bietet auch mit viel Ehrenamt Möglichkeiten für Arbeitgeber und arbeitssuchende Zuwanderer, die Fragen beantworten bezüglich Arbeitserlaubnis, Arbeitsplätze oder Praktika. Und wir sollten hier auch durchaus erwähnen das Bundesfreiwilligenprogramm, wo wir ja 10.000 neue Stellen bereitstellen wollen, im Bereich, dass die dann eben auch im Bereich Flüchtlingsarbeit tätig sein können. Und das richtet sich nicht nur an Deutsche, sondern auch an Flüchtlinge, die dort dieses machen können. Sie sehen also, es gibt, und Sie wissen das alle selber aus Ihren Wahlkreisen, es gibt zahlreiche Projekte, es gibt zahlreiche Förderungen, die die Integration in Deutschland voranbringen, die sie stärken. Und wir sind da auch, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Und ich möchte zum Schluss aber auch noch betonen, Integration ist auch davon abhängig, dass in Zukunft die Flüchtlingszahlen, die nach Deutschland kommen, spürbar reduziert werden. Sonst sind irgendwann bei uns alle Systeme hoffnungslos überfordert. Und ich denke, so weit dürfen wir es erst gar nicht kommen lassen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Als nächstes hat Sevin Dadelin, Fraktion Die Linke.